Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Jetzt machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr die unbedingt mal auschecken. Wir haben da einen Templer getötet. So, nee, hier geht's lang. Da sind wir etwas zu weit gelaufen. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Eine Planänderung. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Na, lesen wir erstmal den Brief. Signor Pazzi. Ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Naja, dann. Gute Informationen haben wir da erhalten. Wichtige. So, gehen wir zu Mario. Er wollte uns noch was zeigen. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Thank you.
So, müssen wir erstmal den Aussichtspunkt der Villa nochmal erreichen. Den haben wir ja vorhin schon synchronisiert, aber machen wir jetzt nochmal, um die Codex-Seiten zu finden. So, vier philosophische Codex-Seiten finden. So, da auf der Karte ist schon mal der erste. Einmal hier runter. Und dann sind wir schon da. So. So, jetzt müssen wir mal die Karte öffnen. Wo ist der nächste? Hier unten. Na dann, 56 Meter sind's. So, da sind wir auch schon wieder. Hier ist der nächste. Jetzt müssen wir einmal quer drüber. Über die Stadt. So, mal hier runter wieder. So, und da sind wir auch schon wieder da. Haben wir den nächsten, die dritte Codex-Seite gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch eine, die ist außerhalb der Stadt, habe ich gesehen. Ja, da rechts. Ja, hier oben. So, suchen wir uns erstmal ein Pferd. So, da sind wir auch schon. Hier beim letzten. So, jetzt haben wir alle. Zurück zu Mario. Erstmal. So, hier sind wir wieder da. An der Villa. Jetzt gehen wir zu Mario. Oder erstmal zu Claudia. Claudia erstmal. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Na dann. Müssen wir die Augen offen halten. Also, da ist noch sehr, sehr wenig entwickelt. So, Einnahmen 195 Florine in 21 Minuten. Ja, dann ziemlich viel, ne? So, wir haben momentan 5.062 Florinen. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Ja klar, gerne doch. So, was gibt's denn hier alles? Bankschmied, Art Schneider, Bordell, Mine, Kirche, Militär, Liebesgut, Brunnen. Machen wir doch mal das hier. Den Schneider entwickeln wir einmal. Dann würde ich noch die Bank nehmen, weil die hat einen ziemlich großen Wert. Steigert den Wert ziemlich enorm.
Und dann noch einmal den Kunsthändler. Der ist nämlich etwas billiger und bringt auch Einnahmen ein. So, jetzt haben wir noch 1500. Was können wir da noch machen? Buon viaggio. Machen wir am besten gar nichts. Sparen wir uns sie für später auf. Können wir noch etwas gebrauchen? So, fragen wir hier nochmal Claudia, wie das da mit dem Geld aussieht. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Klar, gerne doch. So, Natur, jetzt werden 970 Florin in 21 Minuten Einnahmen. Bis bald, Ezio. Genau. So, das sieht schon etwas besser aus. So, mit Mario in seinem Büro sprechen. Das machen wir doch jetzt erstmal. Da ist er ja schon wieder, der gute Alte. So. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. So, folgen wir ihm mal nach unten, oder wohin der geht? Nach unten, ja. Gute Vermutung. Mann, der läuft aber schnell heute. Unmöglich sowas. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Ja, dann müssen wir uns bemühen und alle von den Beschützern da aufsuchen, ne? Die Gräber da, sehr wahrscheinlich. Oder was auch immer das sein soll. So, reiten wir nach Florenz, um unsere Mission weiterzuspielen, unsere Hauptstory. So, nach Florenz. Das wollen wir wirklich. So, da sind wir wieder zurück in Florenz. Republik Florenz 1478, zwei Jahre später. Oh, da sind wir sofort schon bei Leonardo. Dann gehen wir sofort in seine Werkstatt mal rein. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Worten Taten folgen lassen. Das machen wir doch jetzt mal, ja? Üben wir mal ein bisschen mit den Puppen da, Attentate auszuführen.
So, einmal da hoch. Einmal Luftattentat. Und was auch immer für Attentate. So, fangen wir mit dem Heuhaufen an. So, das haben wir erlernt. Jetzt machen wir Luftattentat. Und das Fruchtexemplar da oben müssen wir auch noch mitnehmen. So. Ich würde mal sagen, zurück zur Leonardos Werkstatt, ne? Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, amigo. Ja, vorsichtig sind wir doch immer, ne? So. Gehen wir mal zum Schmied. Jetzt haben wir ja Doppelklinge. Gehen wir mal zum Schmied. Vielleicht können wir hier etwas Rüstung kaufen. Ja, ein Armschützerleder können wir uns holen. Das machen wir doch immer erstmal. Bitte kommt jederzeit wieder. Klar, immer. So. Jetzt haben wir eine Doppelklinge. Armschützer haben wir auch. Ein bisschen mehr Leben. Nehmen wir hier den Aussichtspunkt mal mit. Mann, ich hasse das immer, dass man einmal komplett rum muss. So, sind wir oben. Ich schlag mal vor, wenn wir hier synchronisiert haben, machen wir mal ein paar Nebenmissionen. Machen wir mal vielleicht so eine kleine Schlägerei hier. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Ja, klar, wie immer. Das ist so unsere Lieblingsaufgabe, ne? Eine verschämte Frau. Ja, so sieht sie auch aus. So, wo ist er denn? Da unten ist er. Da, auf ihn! Lauf, nicht umsehen! Lauft einfach! Konterschlag. Boom, Alter. Donato, sie gewinnt. Ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Was für ein Opfer. Eieiei. Folgen wir immer noch eine Runde. Vielleicht rennt er immer noch weg, wenn wir hinterherlaufen. Ja, doch, heute anscheinend keinen Bock. Reißen wir den Steckgriff hier ab. Und gucken wir mal, was wir hier noch Schönes machen können, ne? Laufen wir zur Hauptmission. Ich glaube, ich sollte mich auch. So, laufen wir schon mal dahin. So. Die Hauptmission machen wir aber erstmal in der nächsten Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, ist kostenlos, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.